das nicht Wahre. Wir leben in einer Scheißwelt. Manchmal ist Wahrheit von Wahrheit nicht weit entfernt. Um sich ein Bild zu machen, muss man sich ein Bild machen. Louis Walski ist von Kindesbeinen an Louis Walski gewesen und beraubte mit Vorliebe dem Unbedarften die Getränkedose. Ich war fast mein ganzes Leben lang 10 Jahre alt. Mein Onkel Willy hat mir sogar meinen Spitznamen verpasst. Louis der Ficker. Wie an jedem Samstagnachmittag war in der Bar viel los. Los. Los! Ja, gut! Natürlich musste ich auf der Hut sein. Ich war schon 2-mal lebenslänglich und könnte vorbestraft kriegen, falls ich wieder erwischt würde. Im Ernst? Ich hab gewonnen! 4 Eier, Leute! Und falls dieses Großmaul wirklich einen Hauptgewinn hatte, Ich glaub das. Du behauptest, der Schein bringt uns $4? Könnten wir auch in die Karibik fahren? Nein! Sechseinhalb Stunden später. Mein Dick war verschwunden. Wie kam Louis' Brieftasche wieder zurück in den verlorenen Lottoschein? Vielleicht wurde er von seiner Freundin gefickt. Meine Lieblingsworte sind Buenos Dias, Spanisch für halt die Fresse. Halt's Maul! Glauben Sie an die Macht eines Flululuches? Die sind Steiner. Oh. Und hier haben wir diesen ungewöhnlichen Stuhl. Lul. Er war eigentlich gedacht, um die Menschen vor Luft zu schützen. Der großindustrielle Leichtsinn ist so großindustrielle George Talbot III. Verbrachte seine Zeit damit, seine Zeit zu verbringen. George Talbot war hiermit der neue Eigentümer des Kartstuhls. Ich hoffte nur, er würde ihm Unglück bringen. Er passt wirklich ganz hervorragend in Ihre Sammlung. Ja, in der Tat. Sie werden doch nicht da reinkacken, oder? Wieso nicht? Ansonsten hätte ich ihn ja wohl kaum gekauft, nicht wahr? Am nächsten Tag war ich zwar anwesend, aber man hat mir später nicht erzählt, was geschah. Dieser Stuhl ist eigentlich nicht für dich gedacht, Jenny. Ich wollte nur wissen, wie es sich anfühlt. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Es verging eine weitere Woche im Hause der Talbots und dann klingelte das Telefon. Hallo? Metal, Leute. Du bist nichts weiter als ein schäbiger alter Stuhl. Ist diese Geschichte wahr? Aber... Schauen wir doch noch einmal zurück, um herauszufinden, welche unserer Storys auf Tatsachen beruhen und welche wir erfunden haben. Sie werden doch nicht da reinkacken, oder? Wieso nicht? Wenn Sie dachten, dass wir das erfunden haben, dann dachten Sie, dass wir das erfunden haben. Ich glaub das. Du behauptest, der Schein bringt uns $4? Wenn Sie dachten, das wäre zu simpel, um tatsächlich passiert zu sein, haben Sie sich geirrt. Sie ist erfunden. Ihr Jonathan Frakes.